Ich bin so blöde. So absolut blöde. Wisst ihr, was mir passiert ist? Ich bin hier reingegangen und habe einfach den Typen angequatscht. Aus Versehen den Save State überspeichert, weil ich nicht vorher gespeichert habe. Und so ist der Part-Anfang zustande gekommen. Hiermit begrüßt euch eure ScarletArisa zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Minish Cap. Mit einer Büchersendung. Yay! Für mich ist ein Buch angekommen. Ja, guten Tag. Hier kann man Magnus Schwertfibel von wie viele wertvolle Tipps? Ja, ich habe doch schon eine. Nein, ich hab's doch schon. Ach so, komm wieder, wenn du es dir anders überlegst. Magnus Schwertfibel, Band 1. Willst du sie lesen? Ja. Magnus Schwertfibel, Band 1. Wände mit Geheimnissen. Nur ein Kämpfer mit geschultem Auge wird seine Abenteuer bestehen. So erkennt er, dass sich manche Wand mit Bomben einreißen lässt. Doch nicht nur der Sehsinn ist gefragt, ein echter Profi weiß dies zu tun. Halte den Knopf, der mit dem Schwert belegt ist, gedrückt und lade es auf. Wenn du jetzt gegen die Wand schlägst, hörst du den Unterschied. Ja, ich weiß. Weiterlesen. Das wusste ich sogar schon. Was tun, Meister Magnus, wenn ein Gegner dich fest umklammert? Bewahre einen kühlen Kopf und bleibe locker. Drücke immer wieder das Steuerkreuz. Rauf, runter, hin und her, dann bist du schnell wieder frei. Gut, das werde ich mir merken, wenn ich das nächste Mal die Rubinefresser erwische. Die 8 Wunder von Hyrule. 1. Der magische Bumerang. Irgendwo in Hyrule soll es einen magischen Bumerang geben, dessen Flugrichtung man während des Fluges beliebig ändern kann. Aha. Gehabt dich wohl, werter Leser. Dies war der erste Band der Magnus Schwertfibel. Es sind weitere Bände in Vorbereitung. Auch werden Sie Tipps für Abenteurer-Profis erhalten. Bitte bei der Post abholen. Band 2 liegt dort demnächst bereit. Wohlauf. Ich hätte das jetzt auch noch in dieser Magnus-Stimme vorlesen sollen, aber warum? Im Übrigen, ich habe einen Tipp erhalten, wie ich das mit dem Buch machen kann. Wisst ihr, von wem ich diesen Tipp erhalten habe? Von Mrs. Cupcake. Wie kam es dazu? Ganz einfach. Ich habe das mit Minish Cap gehabt und manchmal, aber nur manchmal, wenn ich tatsächlich mit Leuten was besprechen muss dringend, dann mache ich das manchmal so, dass ich Leute in Skype habe, diese Leute mute und dann aufnehme. Weil ich dann in den Aufnahmepausen diskutieren kann, weil es dann wichtiger wird. Und so hat sich das dann auch mit der guten Cupcake zugetragen. Dann hatte ich Cupcake das so im Hintergrund und dann meinte ich so hinterher, ey, sag mal, hast du eine Idee, was ich da machen kann? Und sie dann so, ja, der hat doch da ein Feuer an, mach doch das Feuer aus. Ich denke mir so, wie, der hat ein Feuer an? Der hat ein Feuer an? Ja, und dann... And thus the idea was born. Naja, jedenfalls erstmal muss ich Minish werden, weil nur mit Minish... Achso, nee. Nee, Moment. Ich muss reingehen, ins Feuer ausmachen. Dann muss ich zum Minish werden. Das muss ich hier machen, damit ich... ich habe schon wieder einen Schritt zu weit gedacht. Wisst ihr das eigentlich? Und... Link, ersauf nicht. Please. Please, ersauf nicht. So. Und wieso sage ich schon wieder Pliss? Ach, ich gucke mir schon wieder zu viele Sprechfrosken ab. Jedenfalls, ich habe mir schon Wasser in eine Flasche gefüllt. Ich muss hier das Feuer ausmachen, mich im Café verkleinern und dann muss ich als Minish hier rein und... ja. Und dann hoffentlich geht das dann besser. Ja, sie finden das Force nicht. Stimmt, also ich kann mir vorstellen, dass es existiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Soldaten das einfach so finden. Versteht mich nicht falsch. Aber die Soldaten sind auch nur mit einer bestimmten KI programmiert. Nein, Spaß. Also ich glaube einfach, dass die Soldaten das nicht so gut können. So, Öhmchen, weg da. So. So, die Frage ist nur, ob ich jetzt da hochkomme. Also die Treppe hochkommen. Ich glaube, ja. Nee, natürlich nicht. Es ist so zum... Das heißt, ich muss woanders lang und von oben da lang. Aber von oben da lang kommt man nicht hin. Hatten wir das Problem nicht schon? Ah, jetzt weiß ich, es ist was anderes. Das ist was anderes. Es geht darum... Genau. Es ging darum, wie ich da hochkomme. Oder ja. Dieses Haus gefällt mir sehr. Das beste Ort... Der beste Ort für die... in der ganzen Menschenstadt. Hier will ich mich für immer niederlassen. Und Fragmente vereinen. So, nein, was mache ich denn da? Das braucht das Fragment. Juhu, jetzt Fragmente vereinen und ich kann heute nicht vorlesen und... Okay, was in der geheimen Welt von Tabantha? Was genau da? Ach, da vorne ist ja auch ein Loch und jetzt kann man da hin und... Toll. Mhm, dir passiert nichts Gutes, aber mir. Na gut, Stimmt, hier war doch was. Ach ja, hier ist ein Minish. Okay. Du willst unbedingt hier durch, dann wünsche ich dir viel Glück. Pass auf dich auf. Was ist daran so schlimm, da durchzugehen? Und was ist hier? Oh, oh, ich schaff's nicht. Ich komme nicht vorwärts. Oh, oh. Haha, die Katzen erwischen mich doch nicht. Ich bin Link, der Furchtlose. Ich schaff das auch ohne Katze. So. Haha, da unten ist ja noch ein Minish. Und wer hätte gedacht, dass es hinter dem Stadtbrunnen solch einen Ort gibt? Dann wollen wir uns doch beide gleich diesen Schatz der Minish holen. Ach, ich hatte eigentlich eine Idee gehabt, wie ich an das Buch komme und finde den Schatz der Minish. Seems legit. Okay, hier oben ist nichts. Da ist nur Wasser. Hier ist nur eine Brücke. Oh mein Gott, da ist ein Herzteil. Was wäre eigentlich, wenn ich jetzt den Bumerang benutze? Na, okay, nichts. Gut, dann gehe ich erstmal hier lang. Schade, ich habe gedacht, mit dem Bumerang erreiche ich vielleicht was. So, kommt mal hier. Oh je, das sieht so aus, als wenn ich die Fee hätte einsammeln sollen. Ach, was soll's. Und schnell. Gut. Oh je, schon wieder so eine... So eine Art Miniboss. Im Sinne von, ich muss die Gegner vernichten, um an den Schatz zu kommen. Und ich habe das Kraftarmband erhalten. Oh, wie cool. Yes! Ach, Moment, das trage ich jetzt die ganze Zeit, oder wie? Ah, coole Sache. Lass mich in Ruhe, du blöde Katze. Ah, jetzt glaube ich, weiß ich auch, was ich machen muss. Natürlich, mit einem Kraftarmband. Das ist natürlich eine Idee, wenn ich ein Kraftarmband benutze. Ich rede jetzt nochmal mit dir. Du bist aus diesem Dschungel heil wieder zurückgekehrt. Alle Achtung. Ich rede, glaube ich, nochmal mit dem anderen Minish. Einfach nur, um ihn zu ärgern. Was? Du warst dort? Unglaublich! Tja, nichts ist unmöglich für mich. Muhaha. Ich habe ein Schwert. Ihr vergesst, dass ich die Käfer schlachten kann. Also im Sinne von Ich besiege die Käferchen, damit ich meinen Weg durch die Welt bahnen kann. If you know what I mean. So. So, mal sehen. Ah! So geht das jetzt. Ah! Und nun kann ich da hochgehen. Weil ich ja jetzt ein ganz starker Link bin. Ah. So. Okay, das kann ich hier nicht. Ho, ha, so. Ich will das Buch nach unten schubsen, aber alleine oder zu zweit. Aber mein Bruder ist so in sein Buch vertieft, dass der hilft mir auch nicht. Und noch einmal. Ups. Jetzt falle ich schon runter. Toll, aber ich glaube, ich weiß jetzt, was ich machen muss. Ich hätte nicht gedacht, dass ich wirklich auf diese Idee komme. Mal sehen, hier sind auch ganz viele Schachtdinger und so. Hier ist es staubig, wir müssen mal sauber machen. Na, wenn es staubig ist, dann lasst mich mal ran. Aha. Aha, das könnte was sein. Was liest du denn da? Erklär mir mal, was du liest. So, ich verstehe. Die Bücher der Menschen sind interessant. Blüm, der da unten wohnt, ist sehr wählerisch, was Bücher angeht. Nein! Oh, verflixt. Sorry, aber ich weiß jetzt, was ich tun muss. Ich muss da schnell hinrennen und dann das Buch zu dritt runterschubsen. Richtig? Richtig. So, wunderbar. Okay, gut. Jetzt muss ich nur noch hingehen und mich wieder vergrößern und dann das Buch holen. Aber auch eine interessante Idee, wie man wirklich an so eine Bücher kommt. Und vor allen Dingen, jetzt haben wir auch das tolle Kraftarmband. Heißt, wir haben wieder ein neues Item. Heißt, wir haben wieder mehr Möglichkeiten, was wir machen können, was wir erkunden können. Ich bin so stolz auf mich, dass ich das gefunden habe, ganz alleine. Wobei, von dem großen Schatz der Minish wusste ich ja schon länger. Na gut. Da steht, die Legende der Minish. So, ich rede nochmal mit dir, Blöm. Oh, na so etwas, könntest du dieses Buch für mich zurückbringen? Aber klar doch. Hundi, lass mich durch. Dankeschön. So, dann gehe ich jetzt mal zu der Problemtussi. Ah, das Buch kenne ich doch. Die Legende der Minish. Lange überfällig. Hast du es mir etwa zurückgebracht, Link? Juhubel! So, was ist das letzte Buch? Zuletzt wäre da noch alles über Masken. Bürgermeister Hager hat es sich ausgeliehen. Es geht doch nicht, dass der wichtigste Mann der Stadt sein Buch nicht zurückgibt. Oh Gott, Bürgermeister Hager. Okay, Hager wohnt hier, richtig? Ich glaube, ja. Ja, ich bin Hager, der Bürgermeister dieser Stadt. Wie bitte? Alles über Masken? Das soll ich ausgeliehen haben? Kann sein, dass ich es ausgeliehen habe, aber vielleicht auch nicht. Alter, spuck's aus. Ich lebe hier umgeben von meinen Masken und ich werde von ihnen beobachtet. Warum fragst du nicht die Masken? Die Masken fragen... Wie soll das gehen? Du lebst hier also umgeben von deinen Masten. Wobei, jetzt wo ich Dinge verschieben kann, kann ich vielleicht auch die Masten runterschmeißen. Oder auch nicht. Oder kann ich vielleicht die Masken wirbeln? Nein, kann ich auch nicht. Nee, das ist fies. Da habe ich mal so ein tolles Erfolgserlebnis, dann kommt mir der blöde Bürgermeister Hagger daher. Alles über Masken. Ich sehe mich nochmal hier um. Stimmt, jetzt wo ich... Das ist natürlich die Idee. Jetzt wo ich das Kraftarmband habe, könnte ich es doch nochmal hier probieren. Nee, klappt nicht. Obwohl, vielleicht wenn ich die Kraft mehr fokussiere. Nein. Schade. Hätte ja klappen können. Aber frag doch die Masken. Wie soll man eine Maske fragen? Ich frage jetzt nochmal. Ich lebe hier umgeben von meinen Masken. Ich werde von ihnen beobachtet. Warum fragst du nicht die Masken? Vielleicht sind die Masken ja Minish. Oder so. Oder, genau. Oder, vielleicht muss ich die Masken mit Pfeile abschießen. Warum komme ich jetzt auf solche Ideen? Ja, aber vielleicht, wenn die Masken mir nicht antworten, hilft ihnen vielleicht ein Pfeil. Puh. Oder vielleicht hilft der Schrank. Oder gar nichts hilft. Verdammt! Wieso komme ich einfach auf keine einzige Idee? Ach, ich gehe nochmal in den Brunnen. Ach so, im Übrigen, was Cupcake und ich uns auch gefragt haben, ist, ob wir mit den Pegasus-Stiefeln über Wasser laufen können. Ich habe es hier mal offscreen getestet. Nein, es geht nicht. Und warum haben wir es getestet? Langeweile. Oder Neugier. Oder lange Neugier. Oder sowas. Ja, ich weiß. Sehr idiotisch. Ach, da fällt mir ein, ich kann ja jetzt auch die Sachen verschieben als Minish. Oh, das wirft ganz neue Sachen auf. Jetzt kann ich auch, glaube ich, hin... Ach nee, doch nicht. Oder war ich hier schon? Das duftet wunderbar. Hier ist auch lauter Essen. Die rote Mütze der Waldminisch gefällt mir. Die blaue Mütze der Stadtminisch gefällt mir. Oh, und hier ist lauter Käse und Äpfel und Brot und sogar das Holz ist angebissen. Und was hast du? Die Waldminisch sind gerade zu Besuch. Schön. In der Stadt ist richtig was los. Wir sind alle so schick hier. Ja, ich will auch einen angebissenen Apfel haben, bitte. Kriegt man ja Hunger. Ich bin auf Diät, das ist gemein. Und ach, Hylias Laden. Oh Gott. Ach so, hier oben sind Knöpfe. Verdammt. ich hier sauber gemacht habe, dann... Hier lebt sogar ein Minish. Wer ist so verrückt, hier zu leben? Okay, 10 mysteriöse Muscheln erhalten. Cool. Nanu, ich könnte schwören, dass da jemand ist. Ist wohl Einbildung. Jetzt Eier ärgern. Nanu, also ist da doch jemand. Auf einmal bist du hier hinten. So einfach geht das nicht. Einfach hier reinkommen und mich erschrecken. Ah ja, Kind, das ist nicht verkäuflich. In der Flasche ist das Futter für meinen süßen Hund Schnapp zu. Wie? Du willst die Flasche unbedingt? Was mache ich nur mit dir? Gut, dann geh doch zu meinem Haus und gib den kleinen Schnaps zu sein Futter. Dann schenke ich sie dir, in Ordnung? Einverstanden. Oh, sehr gut, dann bitteschön und vielen Dank. Hundefutter erhalten. Bring es doch dem Hund. Ich habe mein Haus auf deiner Karte markiert. Ich weiß, wo dein Haus ist. Yay, Nebenquest gefunden, angenommen und so gut wie gelöst. Muhahahaha. So. Aber ich muss sagen, hier in dem Café lebt es sich schick. Und zwar sehr schick. Gut, dann gehen wir jetzt noch mal und bringen doch dem niedlichen kleinen Schnapp zu sein Futter. Ich will ja nicht so sein und... Ach, oh, das macht bestimmt Spaß. Aber Glücksspiel ist doch erst ab 18. Ja, ich habe ein Geschenk bekommen, als ich im Hotel war. Weil jeder ein Geschenk bekommt, der im Hotel war. Achso, nee, ich muss ja durch die Lon-Lon Farm zum Hylia-See und dann, ja. Verlier bloß alle deine Herzen, Jungchen. Was ist eigentlich mit dir? Ja, durch die Hinterpforte. Durch die Hinterpforte geht's am schnellsten zum Hylia-See. So. Und da oben ist Ayas Haus. Noch ein Stück weiter, hier waren wir ja schon mal. So, dann jetzt. Ansehen. Leere Flasche erhalten. Fülle sie mit verschiedenen Dingen. Aber zuerst würde ich Wasser nehmen. Schnaps zu hat Futter. Mal sehen. Kleiner werden. Oh, jetzt hat Schnaps zu nichts mehr zu essen. Mein Herrchen kommt nie nach Haus. Ich hab ihn lieb, aber ich will, dass er nach Hause kommt. Oh, da vorne ist noch so eine Wand zum Durchbohren. So ein Ärger. Und da vorne war noch ein Herzteil. Da komme ich auch nicht ran. Ach, ja. Gut, dann werde ich jetzt als allererstes mal die Ocarina benutzen, weil ich gerade keinen Bock habe, wegzugehen. Und ich habe meine zweite Flasche. Ich freue mich darüber auch noch sehr. Die Frage ist jetzt bloß, wie komme ich an dieses Masken-Dings da? Ja, und wann ist der Unterricht endlich mal vorbei, Frau Lehrerin? Ich würde gerne mit den Kindern reden oder mal da reingehen. Vielleicht hilft es mir ja, wenn ich... Kann ich dich vielleicht mit dem Schwert ein bisschen pokern? Na okay, das sah gerade sehr komisch aus. Oder... Oh, warum bin ich nicht vorher drauf gekommen? Bin ich doof. Na egal, dafür habe ich die zweite Flasche gekriegt. Manchmal muss man einfach weggehen, was anderes machen, wieder herkommen und dann hat man des Rätsels Lösung. So eine Momente habe ich öfter, wenn ich Let's Play Parts aufgenommen habe und dann wiederkomme. Und so, was ist hier? Der Bürgermeister ging neulich mit einem Buch unter dem Arm zum Haus am See. Der Weg zum Haus am See ist jetzt wegen des Erdbebens versperrt. Als er zurückkam, hatte er das Buch nicht mehr dabei. Wahrscheinlich hat er es da liegen lassen. Der Bürgermeister ist oft unachtsam. Du willst zum Haus gehen? Ich zeichne das für dich auf der Karte ein. Hier, bitteschön. Das kleine Haus am See ist relativ weit weg. Oh je, wie soll ich denn da nur hinkommen? Zum Haus am See. Aber jetzt weiß ich, wenn die Masken was versperren, dass ich da... Deine Masken sind alle kaputt! Aber warum fragst du nicht meine Masken? Genius. Nee, in der Bäckerei ist auch nichts Neues. Ich kann ja nochmal zu Aya gehen. Ihm sagen, dass sein Hund jetzt Futter hat. Was? Kaufe, sonst bereust du es später. Stimmt, gab es nicht auch mal... ich glaube, das war auch Aya, wenn man was bei ihm nicht gekauft hat, sondern geklauft hat. Ja? Dann wurde er recht unangenehm. Na, Anju, was ist bei dir? Nee, heute mal nicht. Warum denn nicht? Bitte, bitte, bitte. Weil nein. Es ist niemand da. Irgendwie gibt es überall dieses leere Haus, wo keiner drin ist. Na gut, dann würde ich sagen, würde ich hier jetzt gerne den Part beenden und im nächsten Part würde ich dann zu Bürgermeister Hagers Haus am See gehen. Ich würde dann auch gleich beim Hylia-See anfangen, also keine Sorge, zu weit gehe ich dann da auch nicht. Und ich würde dann sagen, dann suchen wir gleich nach dem letzten Buch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye!